Ja, wir befinden uns hier in Rathenow im Jahn-Gymnasium. Hier gab es am Erdgeschoss ein Feuer in einem WC. Circa 150 bis 200 Kinder und Jugendliche wurden vorübergehend evakuiert. Der Brand war relativ schnell unter Kontrolle, sodass nach einer circa dreiviertel Stunde alle Kinder und Jugendlichen den Schulbetrieb wieder aufnehmen konnten. Größere Sachschäden haben wir nicht zu verzeichnen und die Polizei wird jetzt die Ermittlungen übernehmen.